Salut les bienvenus dans Xenius. Hallo, herzlich willkommen in unserer Sendung. Ja, das typische deutsche belegte Brötchen. Das sieht relativ lecker aus, aber für manche Menschen ist es ein Riesenaufwand, herauszufinden, ob sie gerade reinbeißen dürfen oder nicht. Zum Beispiel, wenn diese Menschen Diabetiker sind. Besonders schwierig ist es für Kinder und Jugendliche, wenn sie unter Diabetes leiden. Wir beschäftigen uns heute mit Diabetes Typ 1, denn diese Form tritt bei Kindern und Jugendlichen in letzter Zeit immer öfter auf. Ja, und Forscher rechnen damit, dass die Zahl der Diabetesfälle bei Kindern unter 5 Jahren sich bis 2020 verdoppelt. Die Behandlung von Diabetes ist bei Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall sehr kompliziert. In dieser Zeit verändert sich der Körper ja ständig. Er unterliegt hormonellen Veränderungen, dem Wachstum, aber natürlich auch den üblichen Kinderkrankheiten. Und all das beeinflusst den Blutzuckerspiegel. Ja, und wir wollen heute wissen, wie Kinder und Jugendliche ihr Leben auf Diabetes einstellen. Denn es verändert den Alltag völlig, wie die Geschichte von Elias uns zeigt. Elias vor 6 Jahren, am 9. Geburtstag. Beim Geburtstagskuchen darf er nicht unbekümmert zuschlagen. Er hat Diabetes und muss genau darauf achten, was er isst. Ja, ich darf so ein Stück Kuchen essen. Nur ich muss dann halt, je nachdem, auch entsprechend mehr Insulin spritzen. Ich muss einfach nur schauen, wie viel Kuchen isst er und ihm dann anschließend sagen, wie viel Insulin er sich für dieses Stück Kuchen, was er gegessen hat, spritzen muss. Elias Eltern gerieten in Sorge, als ihr Sohn im Alter von 3 Jahren plötzlich krank wirkte. Er hat gigantische Mengen getrunken für seine Verhältnisse. Er hat, obwohl er eigentlich zu der Zeit schon trocken war, hat er nachts wieder ins Bett gemacht. Und er hat in kurzer Zeit sehr, sehr, sehr abgenommen. Das sind ganz klassische Zeichen für einen Insulinmangel. Normalerweise wird durch Insulin Zucker eben in die Zellen eingebaut und Fett wird eingelagert. Wenn das Insulin fehlt, dann werden eben Zucker und damit Flüssigkeit vermehrt ausgeschieden. Fett wird sogar eher abgebaut und dadurch wird man müde, schlapp, antriebslos. Die Diagnose Diabetes Typ 1. Für Elias bedeutet das, er muss mit Insulin behandelt werden, ein Leben lang. Das regelmäßige Blutzuckermessen ist für ihn längst zur Routine geworden. Um immer optimal eingestellt zu sein, muss Elias alle 8 Wochen in die Klinik. Anhand seines Diabetes-Tagebuchs prüft die Ärztin die Schwankungen seiner Zuckerwerte und passt die Therapie an. Probleme oder Fragen, die Sie haben? Wenn seine Werte hoch sind, muss Elias Insulin spritzen. Er akzeptiert die Therapie als Teil seines Lebens und weiß, wie wichtig der richtige Umgang mit seiner Erkrankung ist, ob in Schule oder Freizeit. Was mit 9 noch spielerisch war, betreibt Elias heute mit Leidenschaft. Mittlerweile ist er 15 und im Fechten ein gewiefter Kämpfer. Seine Diabetesausrüstung hat er immer griffbereit. Beim Sport ist es für mich besonders wichtig, mich zu messen, weil durch Anstrengung fällt der Blutzucker nämlich. Und ich messe im Allgemeinen immer vor dem Sport, damit ich gut starten kann und während dem Sport, damit ich auch gut weitermachen kann. Und im Generellen spüre ich es, wenn ich einen Unterzucker habe, in dem ich mich nicht mehr konzentrieren kann und müde werde. Die Therapie ist einfacher geworden. Anstelle von Spritzen dosiert und verabreicht sich Elias das Insulin jetzt mit einer Pumpe. Dazu muss er den Minicomputer richtig programmieren. Essen hat immer eine gewisse Anzahl an Kohlenhydraten und diese Kohlenhydrate muss ich dann in Broteinheiten umrechnen. Und diese Broteinheiten kann man dann wiederum in Insulineinheiten umrechnen und die muss ich dann in die Pumpe eingeben, damit ich weiß, halt, wie viel ich mir dann spritzen muss. Die Pumpe funktioniert nur im Zusammenhang mit einem Katheter, der das Insulin ins Gewebe leitet. Alle 2 Tage muss Elias den Katheter wechseln, eine unangenehme Prozedur. Das Katheterwechseln tut schon weh und es gibt auch Situationen, in denen das ziemlich problematisch ist, zum Beispiel das Schwimmen. Ich habe schon mit wasserfesten Pflastern versucht. Das Problem ist, es geht leider nicht. Und das heißt, ich muss den Katheter vorher rausmachen und kann dann maximal 2 Stunden ohne Insulin schwimmen.
Die Krankheit ist auch für Elias Eltern mit einem enormen Einsatz verbunden. Noch immer messen sie ihrem Sohn jede Nacht den Blutzucker. Besonders niedrige Werte können lebensgefährlich werden. Schlimmstenfalls kann natürlich ein Koma drohen, Ohnmacht. Und wenn wir niedrigen Wert haben, dann bekommt er eine Limo, müssen wir leider wecken, dann kommt der Traubenzucker. Und so können wir dann den Wert wieder nach oben korrigieren. Deshalb ist es wichtig, dass alle Menschen in Elias Umfeld über seine Krankheit nicht nur informiert sind, sondern auch wissen, wie sie Hilfe leisten können. Der Elias hat in der zweiten Woche des Schuljahres uns also sich offen vor der Klasse hingestellt und gesagt, dass er Diabetes hat und was wir machen müssen, falls ein Notfall ist. Elias lässt sich von seiner chronischen Krankheit nicht unterkriegen. Und wenn er weiterhin so diszipliniert ist, wird er seinen Diabetes auch zukünftig gut im Griff haben. Hier im Internat Weierhof in Bolanden leben junge Diabetiker zusammen mit gesunden Kindern. Ein ganz besonderes Konzept. Und wir sind jetzt gleich verabredet mit Denise. Denise, danke, dass du uns in deinem Zimmer eingeladen hast. Du bist heute 17. Ja. Du hast vor ein bisschen mehr als 3 Jahren die Diagnose bekommen, dass du Diabetikerin bist. Wie war das damals für dich? Also am Anfang war es halt ein großer Schock für mich, weil ich dann auch so dachte, ich könnte mein Leben jetzt nicht mehr leben wie normale Menschen. Aber jetzt mittlerweile komme ich gut damit zurecht. Und wie bist du nach der Diagnose mit Diabetes umgegangen? Also am Anfang bin ich halt nicht so gut damit umgegangen. Ich habe zum Beispiel manchmal das Insulin, wenn ich was gegessen habe, habe ich das Insulin nicht gespritzt und hatte halt immer nur hohe Blutzuckerwerte und musste auch öfters ins Krankenhaus, um dann neu eingestellt zu werden. Und dann meinte dann irgendwann mein Arzt, dass es halt nicht so weitergehen kann und dass er das besser findet, wenn ich dann auf ein Internat komme, wo dann mit Diabetes sich gekümmert wird. Was ist denn jetzt das Besondere an diesem Internat? Zum Beispiel das medizinische Team, das ist immer rund um die Uhr da. Da kann ich immer anrufen oder gerade rübergehen und dann nachfragen, wenn ich zum Beispiel einen hohen Blutzuckerwert habe und ich weiß, was ich machen soll. Dann gehe ich einfach rüber und frage die, was ich dann tun muss. Und du musst auch ein Buch ausfüllen mit Blutzuckerwerte. Kannst du uns das zeigen? Ja. Jetzt verstehe ich, dass du das nicht gerne gemacht hast. Ja. Was, also du musst jede 3 Stunden oder mehr sogar? Ich werde nachts getestet, dann muss ich zum Frühstück was testen, dann in der Schule und zum Mittagessen, Kuchenmahlzeit und Abendessen. Und dann schreibe ich die Werte mal hier rein und schreibe dann auch hin, was ich gegessen habe und wie viel ich dafür gespritzt habe. Und wie ist das Zusammenleben mit den anderen Schülern hier? Viele von denen haben ja Diabetes. Ich komme eigentlich mit allen Menschen gut zurecht hier, die hier leben. Aber bei den Diabetikern ist es halt so, dass ich halt auch sehe, dass ich nicht alleine bin. Mhm. Und dass es halt auch andere Menschen gibt, die Diabetes haben. Das tut gut. Ne? Ja. Ja, die jungen Diabetespatienten hier im Internat haben alle Diabetes Typ 1. Was das genau heißt, Typ 1, das sehen wir jetzt. Zucker, den wir mit der Nahrung aufnehmen, wird mit Hilfe eines Hormons verwertet, das die Bauchspeicheldrüse produziert. Insulin. Das Hormon sorgt dafür, dass die Zuckerbausteine über die Blutbahnen überall dorthin gelangen, wo Körperzellen Energie brauchen, zum Beispiel in die Muskeln. Wenn Menschen an Diabetes erkranken, ist die Verwertung des Zuckers gestört. Er wird nicht richtig verarbeitet. Das eigene Immunsystem zerstört die insulinproduzierenden Zellen, bis schließlich kein Insulin mehr gebildet werden kann. Der Anteil des Zuckers im Blut steigt. Deshalb müssen Typ-1-Diabetiker Insulin künstlich zuführen, ein Leben lang. Die Dosierung richtet sich danach, wie viel Zucker mit der Nahrung in den Körper gelangt. Dazu müssen Diabetiker ihren Blutzuckerwert regelmäßig kontrollieren. Am Messwert sehen Sie, wie viel Insulin Ihr Körper braucht, damit der Zucker im Blut in die Körperzellen gelangen kann. Wer ist, ne? Ein Appel. Frau Meiser? Hallo. Hallo.
Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. So, wir sind jetzt mittlerweile im Speisesaal des Internats angekommen. Ist schwer, ist was los. Mhm. Und Denise, zeigst du mir, worauf du achten musst beim Essen? Ja. Bis später. Bis später. Frau Meise, Sie sind Krankenschwester und Diabetesberaterin für die Schüler hier. Und an diesem Internat wenden Sie ein sogenanntes Fünf-Phasen-Modell an. Was ist denn das? Das Fünf-Phasen-Modell beinhaltet die Selbstständigkeitsstufe der Kinder in ihrem Diabetesmanagement. Also wie sie mit ihrem Diabetes umgehen. Wie selbstständig, wo sind noch Lücken, wo brauchen sie Unterstützung. Und je nachdem, also sie lernen ja im Laufe der Zeit immer mehr dazu. Und so sollen sie bis Jahresende, also innerhalb eines Schuljahres, in Phase 5 sein. Funktioniert nicht immer, weil halt auch die Unterschiede vom Alter sehr groß sind. Ich kann einen 8-, 9-, 10-Jährigen noch nicht alleine das Diabetesmanagement machen lassen. Der ist überfordert, der braucht Unterstützung. Und wie baut sich da dieses System auf? Wird man dann in der Phase 1 erstmal komplett betreut? Also Phase 1 und 2 betreuen wir rund um die Uhr sozusagen. Wir begleiten alle Mahlzeiten, außer die Schule, die können wir nicht begleiten. Da sind die Kinder denn auf sich selbst gestellt. Aber sobald sie wieder mittags nach der Schule ins Internat kommen, werden sie wieder betreut. Sie geben ihre Werte vom Vormittag an, wir besprechen das, wir gucken, dass dann wieder alles ins Lot gelangt, falls irgendwas schiefgegangen ist. Die Kinder werden also begleitet, sie werden natürlich auch kontrolliert. Ja. Wenn man jetzt nicht so viel Disziplin aufzeigt, kann man dann auch wieder zurückgestuft werden? Man kann auch wieder zurückgestuft werden. Auch das geht. Was heißt das dann für die Schüler? Zurückgestuft heißt dann, sie müssen wieder in eine Phase, wo mehr begleitet wird. Und manchmal fallen die dann einfach wieder zurück, weil sie denken, ach, jetzt guckt keiner mehr, jetzt muss ich mich nicht mehr so bemühen. Und Sie werden ja gleich jetzt hier auch Schüler betreuen beim Mittagessen. Genau. Darf ich Ihnen ein bisschen über die Schulter gucken? Gerne. Ja? Super. Und in welcher Stufe bist du? Ich bin in Stufe 5. Das ist die oberste Stufe, die man erreichen kann. Was heißt das jetzt beim Mittagessen? Das heißt, dass ich jetzt einfach ohne Erzieher oder ohne jemand aus dem medizinischen Labor selber testen kann und selber spritzen kann. Also du hast ein bisschen mehr Freiheit. Genau. Schön. Ich nehme 2 BE-Nudeln. 2. 2 BE, 2 Broteinheiten. Genau. Das darfst du heute essen? Ja, ich kann auch mehr essen, aber ich will nur 2 BE essen. Woher weißt du das? Wie das viel? Wird ja jetzt abgewogen. Weil 60 Gramm sind eine BE. Okay, und woher weißt du, wie viel du essen darfst? Ich kann so viel essen, wie ich will. Und dann musst du entsprechend Insulin spritzen. Genau, danke. Hier am Internat passen also die Mitarbeiter darauf auf, dass die Schüler ihre Blutzuckerwerte im Blick haben. Aber es geht auch anders. Auf 4 Beinen zum Beispiel. In ihm steckt ein Cocker Spaniel und ein Pudel. Cocker Poo heißt die Mischlingsrasse. Sein Name Kalle, eine echte Spürnase. Er ist ausgebildeter Diabetiker-Warnhund. Kalle ist 2,5. Er ist verspielt und gelehrig und zeigt viel Talent für seine Aufgabe. Warnhund Kalle ist sofort im Einsatz, wenn die 12-jährige Marie, die an Diabetes Typ 1 erkrankt ist, nach Hause kommt. Jetzt ist sein Spürsinn gefragt. Ist Marie nach dem anstrengenden Schultag unterzuckert? Offenbar. Denn Kalle bellt und schlägt so Alarm. Also die Hunde riechen das am Körpergeruch des Menschen, also ungefähr ab einem Wert von 70. Man weiß nicht genau, woran es liegt, ob es jetzt ein Stresshormon ausgeschüttet wird oder sonst irgendwelche Düfte sich freisetzen. Also man weiß leider nicht, woran es liegt. Die Zuverlässigkeit, muss ich sagen, die kommt natürlich mit der Zeit, mit des Übens. Also das verfestigt sich immer mehr. Und ich finde es immer bewundernswert, gerade in solchen Situationen, wenn Marie es überhaupt nicht merkt, wenn sie krank ist zum Beispiel, ist sowieso schlecht geht, dass der Hund das dann einfach mitkriegt und sie warnen kann. Kalle, komm. Mit 14 Monaten wird Kalle zum Diabetiker-Warnhund ausgebildet.
Wie jeder Spürhund wird er dabei auf einen spezifischen Geruch heiß gemacht. Er trainiert mit einem Dummy, der mit dem Geruch des Unterzuckers von Marie präpariert ist. So, jetzt lenkst du Kalle bitte wieder ab. Das Wichtigste bei der Ausbildung ist ja, dass er den Duft aufnimmt, den Geruch des Diabetes. Und das hat er unheimlich schnell gemacht. Und alles, was spielerisch damit zu suchen und zu machen ist, hat er sehr schnell und gerne gemacht. Das Einzige, was schwer war, war das Bellen. Weil er sollte für Marie bellen, wenn sie unterzuckert. Und das mochte er nicht gerne. Und da mussten wir wirklich sehen, dass wir ihm das beibringen. Das war sehr schwierig. Ich lege mal den Dummy jetzt dahin. Und dann können wir weitermachen. Such Dummy. Die Grundausbildung dauert in der Regel 5 Monate. Dabei werden unterschiedliche Fähigkeiten trainiert. Welche? Das richtet sich nach den Wünschen der betroffenen Familie. So Marie, jetzt haben wir noch mal den Alarmknopf, den wir noch mal üben müssen. Gib ihm das Kommando und dann kann's losgehen. Kalle, Alarm. Man muss es ständig machen, weil es der Hund im Hier und Jetzt lebt und es immer wieder vergisst, wenn man es nicht übt. Das ist genauso wie mit dem Sitz und mit dem Platz und Bleib. Auch das muss man trainieren, wenn man einen gehorsamen Hund haben möchte. Das ist zum Beispiel so eine Übung. Da ist ein Shirt von Marie drin, was sie getragen hat, als sie unterzuckert war. Und das muss er mir jetzt aus den anderen Sachen heraussuchen. Die Ausbildung von Kalle hat Hundemutter Monika Strobel so sehr begeistert, dass sie sich selbst zur Trainerin für Diabetiker-Warnhunde ausbilden ließ. Heute trainiert sie neben Kalle auch die Hunde anderer Familien mit Diabeteskind. Seit Kalle die Hundeschule im September 2012 absolviert hat, ist er eine echte Diabetes-Spürnase und für Marie eine große Hilfe, vor allem nachts. Wenn sie tief schläft, merkt sie manchmal nicht, wenn sie unterzuckert ist. Kalle aber mit seinem sensiblen Geruchssinn wittert schon erste Anzeichen von Unterzuckerung und weckt Marie. Licht machen und das Diabetes-Messgerät holen gehören längst zu seinem Repertoire. Seit 7 Jahren hat Marie Diabetes. Seit einem Jahr ist Kalle ihr ständiger Begleiter, außer in der Schule. Natürlich muss Marie weiterhin ihren Blutzucker regelmäßig kontrollieren. Doch Kalle gibt ihr ein Stück weit Selbstsicherheit. Doch nicht nur sie ist froh über den Diabetiker-Warnhund. Der Kalle hat uns eine große Entlastung gebracht für uns als Eltern. Wir können wieder besser schlafen. Es ist jemand da, der nachts auch auf sie aufpasst. Natürlich auch tagsüber, wenn sie alleine unterwegs ist. Wir wissen, es ist immer einer bei ihr. Für Marie natürlich, sie hat einen Kumpel, der dabei ist und auf sie aufpasst. Sie ist lockerer, fröhlicher geworden und auch selbstbewusster. Und für uns als Familie ist es einfach wunderbar, weil ein Hund bringt Freude, bringt Spaß und er ist für uns alle der Superkumpel. Bislang gibt es erst wenige ausgebildete Spürnasen wie Kalle, die Diabeteskinder und ihre Familien unterstützen. Aber Monika Strobel ist überzeugt, dass sich das in Zukunft ändern wird. Frau Dr. Engler-Schmidt, Sie betreuen als Diabetologin die Kinder hier am Internat. Was machen Sie denn da genau? Ich mache einmal pro Woche hier eine Visite. Eine Visite, das heißt, dass die Kinder angeguckt werden, wie die Spritzstellen sind, wie die Therapie läuft, ob Therapieänderungen notwendig sind. Aber nicht alle Kinder leben in so einem speziellen Umfeld wie hier im Internat. Was ist das Schwierigste für Kinder, die mit Diabetes leben müssen? Die Kinder möchten nicht in der Öffentlichkeit, das ist ein großes Problem, ihren Blutzucker testen. Das bedeutet ja, man muss sich outen als Diabetiker. Man muss sich vorstellen, man sitzt in der Eisdiele, hat einen Becher Eis vor sich, kann das zwar vielleicht alles richtig berechnen, was ohnehin schon sehr, sehr schwierig ist. Und dann soll man sich auch noch spritzen. Jetzt gibt es ja bekanntlich noch keine allgemeingültige Theorie. Aber wie erklären Sie sich denn diese Zunahme an Diabetes Typ 1 Fällen unter jungen Menschen? Diese Frage kann Ihnen kein Wissenschaftler beantworten. Ich auch nicht. Also wenn Sie auf Kongressen sich die Vorträge anhören, heißt es immer Umweltfaktoren. Mhm.
Jetzt können Sie sich unter Umweltfaktoren alles vorstellen. Es wird immer wieder diskutiert, ob die Ernährung mit eine Rolle spielt. Es bleibt also ein Mysterium. Danke, Frau Dr. Angela Schmidt. Gern geschehen. Ja, und wenn die Bauchspeicheldrüse leider nicht mehr funktioniert, gibt es vielleicht eine neue Lösung. Einige Forscher sind gerade dabei, eine künstliche Bauchspeicheldrüse zu entwickeln. Lea und Sophie, zwei junge Diabetikerinnen auf dem Weg ins größte deutsche Diabeteszentrum für Kinder. Sie nehmen an einer Studie teil, die womöglich die Diabetesmedizin revolutioniert. Ja. Hallo. Sophie, na, alles dabei? Ja. Zahnbürste, Schlafanzug, alles da? Ja. Dann können wir ja losgehen. Viele Fortschritte in der Diabetestherapie seit der Entdeckung des Insulins 1920 haben eigentlich den Patienten immer mehr abgefordert. Er muss Blutzucker testen, selber viele Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich gerade für Kinder und Jugendliche nicht besonders einfach. Bist du bereit? Ja. Und deshalb haben sich die Forscher daran gemacht, eine künstliche Bauchspeicheldrüse zu entwickeln. Voraussetzung ist ein Glukosesensor, der den Zucker im Gewebe misst. Und erst wenn du sagst, es ist okay, dann würde ich stechen. Ja, erst dann. Achtung, jetzt steche ich. Das war schon der Pieks. Okay. Wir müssen jetzt 5 Sekunden warten. Probandin Sophie bekommt ihren Sensor zu Beginn der Studie. Der Sensor meldet die Blutzuckerwerte an die Pumpe, die dann eine entsprechende Insulindosis verabreicht. Okay, ging? Ja, also nicht schlimmer als der normale. Eine Gerätekombination, die die Therapie revolutionieren könnte, weil sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Nochmal, aber der sitzt gut. Findest du auch? Ja. Gut, dann bist du fertig. Okay. Dieses System kombiniert jetzt zwei Techniken, die wir bereits haben, nämlich die Möglichkeit, im Unterhautfettgewebe den Zucker zu messen und andererseits das Insulin über eine Insulinpumpe zu geben. Und wir machen jetzt sozusagen den kompletten Kreis, indem wir einen Computer dazwischen schalten, der die ganzen Entscheidungen trifft, wann wie viel Insulin gegeben werden muss. Das Einzige, was Lea und Sophie noch machen müssen, ist, sich mit ihren persönlichen Daten in das System einzuloggen. Fürs Erste übernimmt das Professor Danne. Mal anfangen mit der ganzen Geschichte? Ja, okay. Gut, also jetzt werde ich euch mal hier anschließen. So, mal gucken, alle Einstellungen sind da. Wunderbar, klappt auch. Und jetzt kontrolliert euch dieses Ding. Ihr braucht nichts mehr einzugeben, nichts mehr zu machen. Der kontrolliert alles, bei dir liegt das Ding da drüben. Ja? Ihr dürft nicht weiter als 10 Meter davon weggehen, weil das sozusagen im Empfang ist. Sonst müsst ihr das in euren Rucksack tun. Ne? Okay. Einfach in den Rucksack rein, dann könnt ihr überall durch die Gegend gehen. Okay. Aber sonst hier innerhalb des Zimmers reicht es vollkommen aus. Ja. Seid auf Empfang. Ne? Okay. Ab sofort passt die künstliche Bauchspeicheldrüse auf Lea und Sophie auf und steuert selbstständig die Insulintherapie. Herzstück des Systems ist eine lernfähige Software. Die Patientinnen müssen keine Glukosewerte mehr messen, keine Broteinheiten berechnen und keine Daten in die Insulinpumpe eingeben. All das übernimmt das neue System. Steht ja nachts nichts mehr entgegen. Okay. Wünsche euch viel Spaß, schlaft gut und morgen früh sehen wir uns wieder. Ja, okay. Okay, bis dann. Gute Nacht. Jo. Tschüss. Die künstliche Bauchspeicheldrüse macht diese ganzen Entscheidungen nun automatisch. Das heißt, der Patient muss sich nur noch rankoppeln und der Computer entscheidet, wann wie viel Insulin gegeben werden muss, um den Blutzucker optimal zu halten. Also eine große Entlastung für die Patienten. Doch jedes System kann Fehler bergen. Deshalb kontrolliert das Ärzteteam die Laptop-Werte während der Testphase permanent an einem zentralen Rechner. Die Daten der Patienten werden drahtlos 1:1 übermittelt. Die Probandinnen Sophie und Lea haben bereits an 2 Studienphasen teilgenommen und ihre Erfahrungen mit der künstlichen Bauchspeicheldrüse sind positiv. Also ich würde es auf jeden Fall unbedingt haben, weil wir nicht mehr so genau auf die Blutzuckerwerte achten müssten. Und zum Beispiel vorm Sport oder generell müssten wir keine Angst mehr vor Unterzuckerung haben, weil das ist ja auch nicht so schön. Im Generellen müssen wir einfach ein normaleres Leben führen. Außerdem können wir nachts endlich mal wieder in Ruhe durchschlafen und müssen nicht besorgt sein, irgendwie unterzuckert zu werden oder hochzuschießen. Und unsere Eltern können auch in Ruhe durchschlafen. Die Forschungen im Diabeteszentrum Hannover laufen auf Hochtouren, auch auf anderen Gebieten. Wie wird die Zukunft von Diabetikern aussehen? Also man kann die Zukunftsaussichten für Menschen mit Diabetes, glaube ich, in 3 große Gruppen einteilen. Das eine sind natürlich die Stammzellen, dass man eventuell die betroffenen Zellen, die Insulin nicht mehr produzieren, ersetzt.
Da bin ich skeptisch, dass das in der allernächsten Zukunft möglich sein wird. Die beiden anderen Ansätze, von denen verspreche ich mir mehr. Das eine sind neue Diabetes-Medikamente, die das Ganze einfacher machen, die man zusätzlich zum Insulin geben kann. Und das dritte ist natürlich die technische Lösung, also eine künstliche Bauchspeicheldrüse, so wie wir sie jetzt schon erproben, die man aber dann vielleicht auch irgendwann einpflanzen kann, sodass man praktisch Diabetes auf technischem Weg geheilt hat. Dank der Forschung sind die Aussichten durchaus realistisch, dass das Leben mit Diabetes für Lea und Sophie in Zukunft leichter werden wird. Ja, und für Denise wird es hoffentlich auch in der Zukunft leichter. Danke, dass wir dich heute besuchen durften. Gerne. Ja, danke. Alles Gute weiterhin. Ja. Tschüss. 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 Ja, von den jungen Patienten hier kann man auf jeden Fall eine Menge lernen. Ja, Disziplin zum Beispiel. Da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden. Mit extra viel Broteinheiten. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wach. Restikulieren.